Claudia Dietz und Manuel. Und wir befinden uns hier im Arztwohnzimmer und ich unterhalte mich heute mit der Mavi über ihr neues Mitmachbuch, das heißt Let's Do This. Genau. Und dieses ist Mitte September bei Ars Edition erschienen. Man kennt dich ja schon lange aus YouTube, aus Instagram, du hast natürlich auch TikTok. Und jetzt hast du ja dein Mitmachbuch für mehr Girl Power veröffentlicht. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Buch zu machen? Naja, eigentlich habe ich mich eher so von meinem Alltag inspirieren lassen sozusagen, weil ich sage auch mal ganz viele Leute, dass ich irgendwie so gut Leute motivieren kann. Das kannst du. Und dann dachte ich mir, ich könnte auch mal so ein Buch darüber schreiben, über mein Girl Power und mehr Selbstwert und so. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und ich habe mich auch so ein bisschen von meinen Followern inspirieren lassen, weil ich weiß, was sie zum Beispiel mögen, das haben die mir auch manchmal geschrieben und so. In deinem Buch gibst du auch Tipps, wie man Selbstliebe, Stärke und Glück gewinnen kann. Und eine Seite handelt von individuellen Stärken und deiner besonderen Superstärke. Jetzt möchte ich von dir wissen, was ist deine Superkraft? Also ich glaube, meine Superkraft ist so, dass ich gut auf Leute zugehen kann und auch gut mit Leuten sprechen kann. Und ich bin auch nicht so zurückhaltend. Ich nehme sozusagen kein Blatt vom Mund, sondern ich kann auch gut mit Leuten sprechen und ich bin auch nicht so unselbstbewusst, also ich habe auch viel Selbstbewusstsein, das finde ich glaube ich auch sehr gut. Du hast ja gesagt, du brauchst ein gutes Frühstück, um in den Tag reinzukommen. Hast du vielleicht Tipps oder hast du vielleicht Tipps in deinem Buch für gute Speisen? Hast du vielleicht eine Rezeptidee für uns? Also auf jeden Fall auch so bezüglich zum Thema Frühstück habe ich ganz viele Rezepte in meinem Buch auch drin. Also ich esse auch total gerne Porridge. Das ist wie so, also man muss so schreiben, so zu Haferflocken mit so Haferbrei. Genau, Haferbrei. Und manche Leute denken, das sieht irgendwie total eklig aus. Aber es schmeckt. Ja, es schmeckt total gut. Und ich habe auch so Tipps, wie man das irgendwie so schön zubereiten kann. Auch mit so Blaubeeren drauf und so schöne Gläser tun und so. Und ich mache mir auch immer total viel Spaß, so was zuzubereiten. Oder es gibt auch ein Rezept für Pancakes, auch so für Quark-Pancakes, so verschiedene Pancake-Arten sozusagen. Und Pancakes esse ich auch total gerne. Hättest du auch schon eine Idee für dein nächstes Buch oder möchtest du noch ein Buch rausbringen? Auf jeden Fall will ich noch ein Buch rausbringen. Mir macht es immer total Spaß, einfach so meine Gedanken so aufzuschreiben, was mir ganz so einfällt und so. Ich könnte mir auch mal vorstellen, was eine Roman rauszubringen, das fände ich auch irgendwie total cool. Ja, warum nicht? Vielleicht bist du auch irgendwann mal Autorin. Das kann natürlich auch. Also du bist ja jetzt schon Autorin, aber so wirklich, weißt du? Ja, ich weiß es voll. In der Schule haben wir früher irgendwie so ein Fach gehabt, das hieß Lesen und Schreiben. Da habe ich auch noch total gerne so Fantasy-Sachen aufgeschrieben und so. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast jetzt schon einige Bücher rausgebracht. Liest du auch gerne andere Bücher? Auf jeden Fall. Ich liebe es, andere Bücher zu lesen. Am liebsten mag ich Fantasy-Bücher. Oder auch wenn es mehrere Buchreihen sozusagen gibt, dass man halt immer noch so mehrere Geschichten hat und auch weiß, wie es weitergeht. Also, in letzter Zeit habe ich auch sehr viele Bücher gelesen. Und was für Bücher liest du? Also, schon konkrete Titel? Ich liebe Harry Potter. Ich weiß nicht. Also, ich bin ein bisschen spät dran, damit ich mich da sagen könnte. Ja, aber meine Freundin hat mir das mal gezeigt und ich so, okay, dann jetzt für den ersten Band habe ich den ersten Band gelesen, dann den zweiten und jetzt habe ich in den Corona-Ferien mal so angefangen letztens die Bücher zu lesen und habe ich sie immer weiter gelesen und dachte mir so, oh, das ist cool. Und vor allem, da gab es auch viele Bücher von. Das hat mich irgendwie total gefesselt, diese Geschichte. Und liest du die Bücher halt wirklich als Bücher? Also hast du die wirklich in der Hand oder hast du vielleicht irgendwie einen Reader oder so ein PDF oder irgendwas anderes? Also früher habe ich auch mal so auf dem iPad und auf dem Kindle so mal so Bücher gelesen, aber es fand ich dann nicht so schön, wenn man dann nicht so das Buchcover auch in der Hand hat und sich das so angucken kann. Also die Harry Potter Bücher habe ich alle aufgereiht, die stehen alle beim Regal, das hier ist so schön. Also ich liebe, dass man die Bücher so in der Hand hat, das finde ich irgendwie schöner als im Digitalen. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Buch, das ist ja ein Mitmachbuch. Benutzt es
manchmal auch selber? Also füllst du es auch manchmal selber auf? Ja, klar. Also ich habe ja nur so Sachen reingetan, die ich auch selbst ausfüllen würde oder so. Mir macht es dann auch total Spaß, mal auf so Bücher was einzutragen, wie so ich die das auch wieder. Und vor allem so Ankreuztests oder so, das finde ich auch mega cool. Ja, ich mag das auch. Und hast du vielleicht irgendwelche Tipps aus deinem Buch, die du uns auf den Weg geben kannst? Zum Beispiel, du sprichst ja sehr viel über Freundschaft, vielleicht wie man Freundschaften schneller knüpfen kann. Oder du hast ja super auch gute Laune, wenn man zum Beispiel einen schlechten Launetag hat, wie man ihn in einen guten Launetag verwandeln kann. Hast du da vielleicht Tipps? Also beim schlechten Launetag müsste man eigentlich ein bisschen so coole Musik anmachen und einfach den Tag so versuchen, so schön wie möglich zu machen. Oder vielleicht auch sich mal die positiven Dinge, die an dem Tag so passiert sind, zum Beispiel so noch aufzählen. Wenn man immer nur an die negativen Sachen denkt, dann vergisst man so die positiven Sachen. Eigentlich ist eigentlich immer eine positive Sache am Tag passiert. Und Freundschaften schließen würde ich einfach sagen, dass man auch auf die Leute zugeht und sich nicht so zurückhält. Und am besten ist man einfach immer so, wie man ist und verstellt sich nicht. Wenn man nur so eine Gruppe dazugehören will, weil man die Leute irgendwie nett findet, dann sind das auch irgendwie keine richtigen Freunde, finde ich, und man sich für die verstellen muss. Also ich würde einfach sagen, man bleibt, wie man ist, und dann passiert das eigentlich auch von selbst. Wenn man so richtig schlechte Laune hat, ne, wenn es trotzdem regnet, man hat sich vielleicht mit einer Freundin gestritten, man weiß einfach irgendwie nicht mal, hast du da vielleicht einen Tipp? So mein Notfalltipp ist auf jeden Fall meine gute Laune-Kärtchen vielleicht, weil da sind auch sehr viele handgeschriebene Sprüche von mir bei, wo ich einfach so oft Leute motiviere, auch für so einen schlechten Tag. Das heißt auch gute Laune-Kärtchen und das hilft auf jeden Fall. Ja, also du machst ja so viel, du postest ja manchmal auch mehrere Beiträge, also du postest Videos, du postest Fotos, du bastelst, du gehst ja auch noch zur Schule, du machst irgendwann nochmal deine Hausaufgaben, du gehst mit deiner Familie irgendwo raus, du triffst dich mit Freunden, du schreibst Bücher. Ich meine, wie ist das mit deinem Zeitmanagement? Wie kriegst du alles so auf die Reihe? Hast du da vielleicht für uns einen Tipp? Was ist so deine Strategie? Also so eine richtige Strategie habe ich eigentlich gar nicht. Also ich gehe auch nicht den ganzen Tag in die Schule. Also ich komme auch mal direkt zum Mittagessen wieder nach Hause und so. Das finde ich auch einfach schöner. Und dann mache ich meistens direkt meine Hausaufgaben, damit ich das schon mal weg habe. Und meistens schreibe ich mir auch so eine kleine To-Do-Liste, damit ich alles auf einen Blick habe, was ich noch so machen muss. Damit ich dann nicht so weiß, wie kann ich das machen und das. Aber so die Social-Media-Sachen, die machen mir ja auch Spaß. Und das läuft dann eher so nebenbei. Und dann merkt man gar nicht, dass es überhaupt Zeit verbraucht, sozusagen. Frage, die mich total interessiert zu deiner Person, und zwar wenn du zur Schule gehst. Du bist ja bekannt im Internet. Ja. Wie sehen dich deine Leute oder deine Lehrer? Sprechen die mit dir anders oder sind sie so, oh mein Gott, Marvin, jetzt auf einmal, oh mein Gott. Also ich weiß nicht, so am Anfang war das manchmal so, dass die Menschen schon darauf angesprochen haben oder als wir so neue Fünftklässler bekommen haben, die kannten mich dann auch und die haben mir dann auch Hallo gesagt und so, das finde ich auch eigentlich ganz nett und so. Also einer meiner Lehrer, der kann auch so einen Dackelhund und der hat auch Instagram und dann habe ich einmal aus Spaß den auf meine Instagram-Story verlinkt. Echt? Ja, weil der hat dann unsere Tafel mal so geschrieben, dass sein Hund auch mal jetzt Instagram hat, habe ich aus Spaß einfach mal so verlinkt. Also ich finde es eigentlich ganz lustig. Oh Mann, das ist tatsächlich richtig cool. So ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Interview. Marie, hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte? Auf jeden Fall freue ich mich über sehr viel Feedback für mein neues Buch, damit ich auch weiß, was ich so in meinen nächsten Büchern noch so mit reinbringen soll, wenn ich noch mal ein paar Bücher mache. Und das könnt ihr mir auch sehr gerne über Instagram schreiben. Ich kann hier unten hier mal unsere beiden Instagrams einblenden. Oder ihr postet auch mal, ihr könnt ein Bild von eurer Lieblingsseite aus meinem Buch posten und dann taggt ihr mich da drauf mit dem Hashtag Marie, let's do this, dann kann ich das finden und auch reposten. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss.